Kürzlich dachte ich, ich muss doch mal, nachdem ich jetzt sowieso ein paar Unterseiten auf meinem Blog, auf meinem ASO-Blog eingeführt habe, auch nochmal eine machen, wo ich zusammenstelle meine Verrisse. Denn wenn man so sieht, wie sich Dinge entwickeln, ja, zum Beispiel dieser sogenannte Shaolin-Tempel Europa, Shaolin-Tempel Europe, der hat sich offenbar einen eigenen Wikipedia-Eintrag geschrieben, anders kann man das sich kaum erklären, liest sich wie so eine Werbung und unter der Rubrik Kritik wird so getan, als sei man jetzt sozusagen auf Kuschelkurs mit dem autorisierteren Shaolin-Tempel in Berlin. Es wird kein Artikel in der SZ erwähnt, der den schon vor Jahren kritisch beurteilt hat, diesen Tempel in Kaiserslautern oder wo auch immer die jetzt ihre Ableger haben. Und nun ist also bei diesem jungen Aushängeschild, der die Kurse da wohl im Wesentlichen schmeißt und auf Englisch auch so professionell gemachte Videos auf YouTube hat, dieser Herr, den ich euch schon mal vorgestellt habe, glaube ich, ne, aufgetaucht. Ich bin ja etwas spät dran, ne? Beschäftige mich ja noch mit anderen Sachen, also wahrscheinlich ist er schon wieder weg. Aber dieser Grandmaster, neunte so und so, ist es neunte Generation, ist es neunter Großmeistergrad oder was auch immer, ist wahrscheinlich auch ein Großmeister in der Idiotie. Denn also wenn man so drinsteckt in der traditionellen Kampfkunst und so wie ihn die Skandinavier verkauft haben, so hatte ich ihn ja mal vorgestellt, ne, als einen Kenner der inneren Kampfkunst, der aber seinen Körper auch stahlhart trainiert und auch mal in Wettbewerben stand, da kann man natürlich, wenn man die Videos nüchtern analysiert, feststellen, dass er kämpfen muss wie andere auch, ne, da nutzen ihm seine Kenntnisse, die er da in teuren Kursen jetzt mit den Skandinaviern vermarktet, nicht viel. Hier heißt die Überschrift also Party Tricks, Fake or Fun. Ich lasse das mal gerade laufen, den Ton habe ich weggemacht. Da will er also sowas demonstrieren. Das ist natürlich der übliche Scheiß, der immer dann von denen, die realitätsbasierte Kampfkunst machen, auch lächerlich gemacht wird. Zu Unrecht natürlich, wenn man es pauschal verurteilt, aber natürlich ist hier ganz klar, dieser Geld- und Business-geile Betrieb hat es geschafft, jemanden, der jetzt auf YouTube gehypt wird, da hinzuholen in diesen Tempel und da mit einzuspannen und wie gesagt, wer sich da auskennt und wer tatsächlich in der traditionellen Kampfkunst beheimatet ist, der würde da nicht hingehen. Der würde wissen, dass es sich hier um ein Unternehmen handelt, das den Namen Shaolin ausbeuten will, melken will, wo der Abt also so eine Bauchkugel trägt, dass man sich überhaupt fragt, ob der noch irgendwelche gescheiten Kung-Fu-Übungen machen kann, aber auch frecherweise Buddhismuskurse anbietet. Dabei gibt es auch keinen Nachweis, außer den selbstverfassten Texten, die 100 Shis enthalten. Diese Shi sollen immer den Meister kennzeichnen und chinesische Namen. Die haben alle keine Namen mehr, er ja auch nicht, er ist ja eigentlich ein Deutscher. Ne? Also die werden alle nur noch mit ihren Fake-Namen bezeichnet und das sollte einen schon stutzig machen. Ihr wisst ja, dass ich mich darüber auch lustig mache, indem ich, jetzt mache ich da auch noch Werbung für die, indem ich meinen eigenen Namen in zwei Silben schreibe. Dann klingt der nämlich wie so ein Mönchsname, so ein Ordinationsname. Zufällig, ne, wie so zwei chinesische oder japanische Silben. Und wo habe ich jetzt die Fernbedienung? Ist doch nur mein bürgerlicher Name. Und hier gibt es dann noch so eine Teestunde. Und da sieht man mal die Leute, die da sitzen. Ja, gehen wir nur ein Stück zurück. Da ist dann noch so ein malaysischer Meister, ist es angeblich. Von dem könnt ihr euch auch Videos anschauen. Das ist natürlich auch jemand, der auf die inneren Künste spezialisiert ist. Und der schwabelt sich da einen ab. Man sieht nur nichts, ne?
Das ist aber auch kein Wunder bei solchen Leuten. Das ist der Unterschied zu dem Taiwanesen, dem deutschstämmigen Deutsch-Iraner. Aber jetzt würde ich natürlich sagen, Finger weg. Wer so blöd ist, der entehrt seine Lehrer, der hatte wohl brauchbare, ja, man sieht das ja. Aber wer so blöd ist, sich vor den Karren dieses Tempels spannen zu lassen, der hat es nicht verdient, dass man ihn dann noch hofiert. Und hätte ja auch woanders hingehen können, ne? Und das Ganze gegebenenfalls auch etwas im Stillen abziehen. Aber ich bin doch ein bisschen verwundert, dass die nicht noch jünger sind, dass die auch so naiv sind. Guck mal, in dem Alter muss man eigentlich sich schon besser informieren, besseren Durchblick haben. Da sitzen sie, die jungen Leute, und bringen ihnen das Geld und lauschen. Entweder dem Posing, den Posern, oder ja, Leuten, die es besser wissen müssten. Also so will ich ihn mal davon kommen lassen. Früher hätte man ja gesagt, zu Gleichgesinnten, wie gesagt, das Video ist 10 Tage alt oder so, ja, 2.9., da hätte man gesagt, oh Leute, da geht doch mal vorbei. zeigt mal, wo der Hase langläuft, ne? Das ist einfach furchtbar. Dieses Geschwurbel auf der Webseite und auf Wikipedia von diesem Tempel. Vor vielen Jahren hatte ich noch Kontakt zu jemandem, der in Berlin war. Aber die ganze Shaolin-Kacke, ne? Es geht ja schon mal mit China los. Der Abt ist ja auch so ein Poser gewesen, der von den Kommunisten eingesetzt wurde. Natürlich auch so ein übergewichtiger, unsportlicher Typ, der dann noch in Sex- und Unterschlagungsskandale verwickelt war. Und also ging es also auch nur noch um die Vermarktung, ja, die Kommunisten ausgerechnet für sich entdeckt haben. Und insofern ist natürlich auch der Berliner Ableger mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, früher war das mal der Tempel, der immer mit der Bodhidharma-Legende verwoben wurde, ne? So, einfach zum Kotzen, diese Dummköpfe, ne? Anstatt nur mal ein Statement zu machen, also das könnt ihr wirklich vergessen, wer sowas macht, der kann ja was vom Gipskrieg erzählen, wie er will, und trainiert haben, was er will, der verwirklicht das nicht. Man kann da wirklich nur den Kopf schütteln, also eins und eins zusammenzählen, und dann geht man da nicht hin und unterstützt die nicht. Sowas. Verräter. Verräter an der traditionellen Kampfkunst. Tätowierter Verräter.